Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Skybounce. Und oh mein Gott, es ist einfach so viel passiert seit der letzten Folge. Es sind 2 Tage vergangen, beziehungsweise, ja doch, 2 Tage sind vergangen, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und, also einerseits, ich habe hier, bin wieder Full Dia Enchanted und habe das Immortal Kit Soul Eater einmal komplett. Und das hat mir der Haunted Darkstorm gegeben. Mal sehen, ob der gerade on ist. Haunted Darkstorm, nee, ist er nicht. Schade. Der hat, keine Ahnung, zu viel Geld oder sowas. Beziehungsweise zu viele Sachen. Deswegen hat er mir das einfach geschenkt. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe es einfach mal angenommen, weil ich gerade eh nichts hatte. Außerdem seht ihr in meiner Ender Chest ein nices neues Grinding-Sword. Und mit nice meine ich wirklich nice. Das ist praktisch, ja, besser geht ein Grinding-Sword eigentlich nicht. Man könnte jetzt noch Backstep und so draufpassen. Draufpacken. Aber es würde es jetzt auch nicht bringen. Außerdem habe ich die ganzen Sachen umbenannt. Na gut, sieht man jetzt hier nicht. Schnell mal kleiner machen. Übrigens nicht wundern, wenn meine Stimme ein bisschen belegt klingt. Ich habe geringfügige Halsschmerzen, deswegen. Ja. So, hier seht ihr umbenannt und die Farbe des Nametags geändert. Ich habe auch bei einigen Skydrops ein bisschen was an Dust erfahren. Und jetzt seht ihr hier unten schon meine Bücher, die ich für mein Godsword sammle. Bloodsack, Shade, Backstep habe ich schon auf Max Level, Thief, Confetti, Evasion, Annihilation. Tja, das einzige Problem ist, ich habe noch kein Godsword. Aber darum habe ich mich ja gekümmert. Und ihr seht hier Eier, und zwar sehr, sehr, sehr viele Eier. Ich habe in der letzten Folge ja gesagt gehabt, dass ich mit mehreren Accounts die Eier farme. Allerdings wurde in den Kommentaren mehrfach gesagt, wurde mir mehrfach gesagt, dass das bannbar ist und darum lasse ich das auch, denn ich will hier keinen Bann riskieren. Darum habe ich eine andere Variante überlegt, und zwar habe ich getradet. Zum Beispiel habe ich dem einen Typen geholfen, die Pole-to-Pole-Challenge zu machen, habe ihm einen Speed 3 Potion gegeben und habe ihm danach alle Easter Egg Spots gezeigt, und dann hat er mir alle seine Easter Eggs gegeben als Austausch für die Pole-to-Pole-Challenge. Außerdem habe ich ein paar Leuten bei der Enchanting Challenge geholfen, beziehungsweise Sachen enchanted. Und wie ihr seht, ich habe 216 Easter Eggs an 2 Tagen erfarmt. Das sind 108 Easter Eggs pro Tag. Das muss man ja auch erstmal nachmachen. Ich bin ja schließlich alleine. Also, mir hat da keiner geholfen. Also, außer die paar Leute. Warte, das muss ich noch vorlesen. Es gab einige, die haben was gespendet. Und zwar war das Pixel Timo und Michi001. Danke an die beiden. Die haben da ordentlich was gespendet noch dazu. Also, ja gut, sagen wir mal 90 Eier pro Tag. Ich denke mal 20 Eier, 10, 20 Eier werden von den beiden gekommen sein. Aber von diesen Eiern, lol. Ah, hier geht es gut. Von diesen Eiern kaufen wir uns erstmal den Easter Eliminator. Denn der hat, wie man hier bei 2017 Easter Event lesen kann, dauerhaft einen Enchanting Slot mehr. Bam, gekauft. Ich habe noch 16 Easter Eggs übrig. Genau so muss es sein. Die spare ich jetzt für die Rüstung. Denn ich möchte mir natürlich das Easter Bunny Enchanting runterpacken. Das ist nämlich auch richtig krass OP. Da bekommt man Jump Boost dauerhaft. Nicht dauerhaft. Jump Boost und Speed für 30 Sekunden, glaube ich, wenn man Schaden bekommt bzw. gehittet wird. Und da kann man halt auch so krasse Kombos geben. Ich meine, wenn du Speed hast, kannst du einerseits wegrennen und andererseits kannst du dann so hochspringen. Und dann kannst du aus dieser Höhe hier, so von hier oben, auf die Gegner runterschlagen. Da kann man, also das ist so krass, ich will diese Enchanting unbedingt haben. So, und dann gucken wir gleich mal hier bei diesem Schwert. Disenchant. Was kann ich alles disenchanten? Okay, ich kann alles disenchanten. Das ist ja aber noch perfekter. Geht es gar nicht. Dann bereite ich mich mal kurz darauf vor. Ich habe jetzt einfach mal alle Bücher, die ich irgendwie auftreiben konnte, zusammengesucht. Versuche jetzt hier alles runter zu enchanten. Ich habe mir auch gerade mal ein Sharpness 6 Buch gekauft. Und dann, let's go. Wir beginnen mit Sharpness 5. Ich mache einfach alles auf niedrigstem Level. Ist mir egal, ob das fehlt, denn ich brauche das Zeug gerade nicht. So, jetzt brauche ich wieder Level 2000 für, oh, das ist Item XP.
Egal, das kann ich auch theoretisch draufpacken. Ja, kann ich. So. Zack, jetzt ist Level 7 doll. Immer noch kein Enchanting-Slot available. Bra. So, Unbreaking. Kann runter, aber ich habe genug Level. Habe ich ja ganz vergessen. So, hier ist nochmal Item XP, lol. Level 10. So macht man das. So. Dann schmeiße ich mir das Zeug hier einfach mal rein. Unbreaking. Disenchanten. Gefailed, wie schade. Disenchanten, geht nicht. Okay. Nochmal gucken. Ah, falsch. Hier. Zack. Konfetti 6. Ja, Konfetti 6 hätte ich eigentlich schon gern. Obwohl, ach komm. Egal, ich habe das ja schon als Buch. So, warum habe ich Blatt? Ich bin. Ja. Ich wollte Sorcerer machen. Sorcerer. Denn es gibt hier so einen Trick, dass man irgendwie. Also, man bekommt zwar die Level abgezogen, aber hat eigentlich. Man hat eigentlich nicht 16 Level, sondern eigentlich viel mehr. Und wenn man jetzt hier Arcane Dust reinpackt, um eine Return Rate von 100 zu bekommen, dann habe ich jetzt hier wieder ein XP-Flaschen bekommen, irgendwo in meinem Inventar, mit 16.000, also irgendwas mit 16 müsste es ja sein. Ach nee, ja, das hier bekommen, und wenn ich jetzt Rechtsklick mache, bin ich wieder Level 41. Somit kann man sehr effizient die Level verarbeiten. Das mache ich auch die ganze Zeit immer beim bisschen Schaden. Oh lol. Als ob das Konfetti geklappt hat. Okay, das war schönes Glück. Vielen Dank, liebes Glück, dass du mir mal was Gutes tun willst. So, für den Rest brauche ich wieder mehr Level. 20 reichen aus, genau. Blattsack kann weg. Jo, und jetzt nochmal Sorcerer. Nehme ich mir nochmal ein bisschen Dust raus. Mal gucken, ob 32 schon reichen. Ob 16 schon reichen. Ansonsten packe ich nochmal 8 drauf. Ja, 16 reichen schon aus. So, zack, Level 42. So easy geht das wieder. Ich sortiere mal schnell den Dust. Ich hasse das, wenn es so unordentlich ist. So, hierhin kommt der das, dahin kommt der das. Und dahin dieser. So, jetzt letztes Enchanting. Shade. Runtergepackt. Jetzt habe ich noch genau 12 Bücher, GG. Aber ich habe dafür den Easter Eliminator mit 5 Enchanting Slots available. Auf das packe ich jetzt, oder auf den packe ich jetzt erstmal Sharpen 6 drauf. Dann kann ich damit gut meine schönen Monster grinden. Und dann beginne ich hier. Warte, warum ist hier Evasion? Das gehört da nicht hin. So, dann brauche ich gleich nochmal den Trick mit den Level. / Sorcerer. Zack. Da habe ich meine Level wieder. Und jetzt gehe ich nach drüben auf die Insel von Piken. Farme das Schwert ein bisschen hoch und ein paar weitere Level. Dann gucken wir mal, was wir drauf enchanten können. Ich würde sagen, wir können dann auch schon mal beginnen, das nächste Buch hier hoch zu leveln. Aber dazu brauche ich halt XP. Ach ja, übrigens, bevor ich es vergesse, wir haben unsere Iron Golem Spawner nochmal verdoppeln können. Beziehungsweise verdoppeln um 4 erweitern. Wir hatten vorher, beziehungsweise wir haben 4 Spawner geschenkt bekommen von Janni GHG, der hat hier eine Weile gespielt. Das war der, mit dem ich den Prank mit meiner Insel gemacht hatte, der dann nicht so gut ankam. Egal. Der will hier aufhören, beziehungsweise leaven, quitten, weil der Server keinen Spaß mehr macht für ihn und hat uns deswegen die Spawner vermacht. Finde ich sehr nice, denn wir können damit echt was anfangen. Dadurch, dass man hier sehr oft steht und die Monster tötet, ist das halt echt nice. Also, Dankeschön dafür. Mein Schwert ist ein Level aufgestiegen. Ich habe 30 Level. Perfekter Zeitpunkt, um schon mal Backstep 10 drauf zu packen. Zack, Backstep 10 drauf. Jetzt zurück auf meine Insel gucken. Mal sehen, was wir da als nächstes drauf machen. Vielleicht Konfetti hoch. Mal gucken. Oder irgendwas anderes. Mir fehlt momentan eigentlich nur noch Shatter beim Enchanten, beziehungsweise bei dem Enchanting Books hierfür. Ich weiß nicht genau, was wir da jetzt nehmen wollen. Das kann erstmal raus. Ich glaube, weil ich hier mit Shade schon begonnen habe, mache ich jetzt erstmal Shade weiter. Allen Arcane das draus. Ich glaube, den werden wir auch allen brauchen. Vielleicht Alchemist. Boah, ich habe es beim ersten Mal richtig geschrieben. Normalerweise verschreibe ich mich da immer. Ja, ihr seht hier. Overload 800. Und es ist immer noch low. Ich packe jetzt einfach gleich mal meinen ganzen Creator Arcane das drauf.
Overload 2900, very high. Bam! Shade 9. So. Jetzt fehlt nur noch der Rest. Das dauert jetzt eine Weile. Okay, jetzt die Chance ist very high. Bitte, bitte funktioniere. Yes! Shade 10. Mal gucken, ich glaube, das kann ich noch gar nicht auf mein Schwert draufpacken. Ne, braucht man 20 Level. Egal, die besorge ich noch schnell. Wie gesagt, im Handumdrehen Level 20, Shade 10 draufgepackt. Und dann habe ich schon Chef 6, Shade 10, Backstep 10. Es wird schon OP. Und wie ich sehe, bin ich jetzt auch schon nur dadurch, dass ich Disenchanted habe, den Sorcerer benutzt habe heute, beziehungsweise und die Eier abgeholt habe, heute schon fast ein ganzes Level aufgestiegen, bin jetzt Level 26, 81%. Das heißt, ich kann meine Ender Chest bald wieder upgraden. Habe ich 64 Slots da drin. Das ist mehr als eine Doppelchest voll, was da reinpasst. Das ist so crazy. So, mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen können. Wir werden vermutlich keinen weiteren Enchanting Book mehr hochleveln können. Aber ich will es trotzdem mal probieren, schon mal anzufangen. Womit machen wir denn weiter? Konfetti, Annihilation. Ja, komm, machen wir Konfetti. Konfetti ist immer gut. Das ist jetzt natürlich wieder so blöd aufwendig. Es braucht einfach so unglaublich viel das. Ich würde schon gerne mehr von diesen Videos machen. Es braucht halt extrem viel Vorbereitung, weil man halt so viel farmen muss. Aber ich hatte in den letzten 2 Tagen echt Glück. Außerdem sind ständig Sky Drops. Ich kann mal gucken, vielleicht ist hier irgendwo noch Dust. Ich kann vielleicht auch diese ganzen Sachen hier mal zu Dust umwandeln. Ne, sieht nicht so aus. Oh lol, stimmt, hier habe ich noch ein bisschen was an Equipment. Ja, egal. Brauche ich momentan eh nicht. Das heißt übrigens nicht, dass ich es jetzt verschenke. Also, ich sehe schon in den Kommentaren, oh, kann ich was davon haben? Das kann ich mir schon richtig gut vorstellen, dass das genauso enden wird. So. Ja, wie gesagt, ich fahre mir halt immer ein bisschen das zusammen. Wenn ich wieder genug habe, dann können wir weiter daran arbeiten. Solange, bis ich ein volles Godset habe und dann gehe ich in die Warzone. Und dann rasiere ich. So. Mal gucken, was sagt der Alchemist. High. Nee, high ist mir noch nicht gut genug. Ich will dann, wenn dann very high sehen für Konfetti 7. Oh lol, hier ist noch ein Stack. Dann können wir das ja doch noch schaffen heute. Haben wir zum Abschluss der Folge ein Konfetti 7 Buch geschafft. Das wäre geil. Boah, und es dauert so eklig lange. Wisst ihr, wie lange es vorhin gedauert hat, die 4 Stacks oder sowas zu machen? Das waren 2-3 Minuten. So, very high. Badum, Konfetti 7. GG. So, was habe ich jetzt noch? Ich habe jetzt noch Annihilation, Konfetti, Blattsack. Ah ne, warte, das Konfetti kann raus. Annihilation, Konfetti, Blattsack, Sieve. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch Shatter auf meinem Schwert. Shatterbuch habe ich, glaube ich, gerade nicht. Findet man aber eigentlich relativ oft. Muss ich einfach mal gucken, ob ich das bekomme. Ich meine, ich habe 3,3 Millionen. Das wird jetzt nicht so schwierig werden. Außerdem habe ich hier, ja, das Schwert, was ich noch hochleveln kann. Das müsste dann insgesamt 8 Enchanting Slots available haben. Das ist extrem viel. Ich kann ja eigentlich auch schon mal einen Kill-Tracker draufpacken. Jetzt wird ja eh das Godsword. Ja, mal gucken. Vielleicht finde ich hier in der Kiste noch wieder erwartens irgendwas Cooles. Aber ich glaube eher nicht. Nee, eher nicht. In der Zwischenzeit, also zum Abschluss der Folge, mache ich jetzt einfach mal ein paar Arena-Kämpfe. Wer das nicht kennt, das ist eine Arena, wo man 1 vs 1 um einen gewissen Geldbetrag macht. Der Gewinner bekommt halt das Gesamtgeld, einer bietet 10.000, der andere geht mit, bekommt der Gewinner 20.000. Ja, 1 vs 1, selbes Kit. Mal warten, ich warte einfach mal, bis jemand kommt. Da joint der erste in die Arena. Gut, ich habe auch hier geschrieben, dass ich aufnehme. Das mache ich eigentlich nicht gerne, denn das könnte man halt auch so easy missbrauchen. So, hey, ich nehme auf und sofort alle. Yay, das will ich eigentlich nicht, aber hierfür war das ganz sinnvoll, weil irgendwie sonst niemand kommen wollte. Ich habe so gefühlt 2 Minuten gewartet, ohne dass was passiert ist. Ja, darum musste ich das jetzt einfach mal machen. Mal sehen, ob wir den jetzt easy kriegen oder ob das schwierig wird. Okay, er ist nicht hier.
Hey, wo ist der hin? Normalerweise rennt er doch wo. Ah, da ist der. Okay. So. Erster Treffer. Zweiter Treffer. Habe ich ihm schon ordentlich was abgezogen. Und jetzt PvP-Kombo. Oha, der hat mich gut gekriegt. Apfel essen. Oh, verdammt, habe ich versehentlich mein Inventar geöffnet. So, kriegen wir den? Oh, das ist ein nice Battle. Das ist richtig spannend. Ich glaube, der kriegt mich. Ah, verdammt. Das war aber richtig nice, das Battle. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich mache noch eins. Nämlich Archer. Mal nur mit Bögen. Ja, komm. 10.000 Einsatz. Let's go. Okay, Mersix, den Namen habe ich schon mal gehört. Mal sehen, ob ich den kriege. Ah, das Coole ist, an diesem Kit sind auch Enderperlen dabei. Das heißt, ich kann mich gleich am Anfang hochporten. Aber erstmal wieder Essen auf die neuen. Ganz wichtig. So, zack, da hoch. Genau. Wenn der Typ jetzt versucht hier... Lol, wieso komme ich hier nicht durch? Hier komme ich aber lang. So, da unten ist er. Lol, das war gerade ein bisschen laggy. So, jetzt. Mach ihn kaputt. Spammen. Spam. Ja gut, das Kit ist halt ein bisschen Spam. Na gut. Das war jetzt ein bisschen zu easy, aber das Kit kommt halt wirklich drauf an, ob man gut Bow spammen kann oder nicht. Ich mache mir nochmal ein Kit. Wir probieren jetzt einfach mal alle aus. So, Dragon 1. Wieder. Leather. Okay. Oh, er will nochmal ein Schwertbattle machen. Ah, da kommt wieder Jens das Bienchen. Dieses Mal mit Leder-Equipment. Der Typ, den wir vorhin nicht klatschen konnten. Leider, weil jetzt schaffe ich das. Es geht um 10.000. Na gut, ist jetzt nicht so viel, aber es ist was. Oh, ich habe sogar einen Goldapfel. Lol. Wusste ich gar nicht. So, Goldapfel essen. Ich glaube, das Holzschwert ist nur mit Haltbarkeit verzaubert, oder? Ja, Haltbarkeit 10. Aber das will ich eigentlich auch auf mein Godsword packen. Oder auf die Rüstung. Rüstung ist ja, glaube ich, besser. So, mal sehen, wo er ist. Ich glaube, der rennt wieder darüber, oder? Nee, wo ist er hin? Jetzt bin ich komplett zu seiner Base gerannt. Aber wo ist er? Ah, ich bin runtergebackt, alles klar. Auf jeden Fall cool, in so einem 1 vs 1 Kampf runterzubacken. Das bringt es dann richtig. Vor allem, weil er jetzt 2 Herzen mehr hat. So, ich wette, der ist hier drin. Nicht. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Okay, das Battle werde ich safe sowas von verlieren. Ja gut, also er hat gesagt, dass er dann nicht wegkommt. Dann bin ich runtergesprungen. Ich dachte, er backt im Block. Wollte ihn raus pushen und dann hat er mir erstmal 3 Hits hintereinander gegeben, ins Void geschlagen. Oh, ich werde angerufen. Gut, letzter Kampf für heute. Ich will nochmal mit dem Melee-Kit, also nur Lederrüstung, probieren. Ach nee, doch nicht. Okay, ich dachte, es wäre Melee. Achso, ist auch Melee. Ich dachte, Melee ist Lederrüstung. Gut, aber das ist eigentlich mein Lieblingskit. Damit hält man ein bisschen was aus. Kann auch ein bisschen mit den Goldäpfeln spielen. Mal gucken, wo der Typ bleibt. Oh, come on, jetzt versteck dich nicht schon wieder. Ah, da ist er. Alles klar. Jetzt habe ich ihm aber eine Kombo reingedrückt. Der leckt ein bisschen, oder? Oha. Den habe ich aber krass gekombot. Alles klar, okay, das hat Spaß gemacht. Gut, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Godsword gemacht, bisschen PvP. Wenn ja, zeigt es doch mal durch eine positive Bewertung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.